Tür 14. Hallo Freunde der täglichen Klemmbausteine-Überraschung. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan. Und wie jeden Morgen öffnen wir auch heute am 14. Dezember ein Türchen des Lego Star Wars Adventskalenders 2022. Genau gesagt, die 14. Tür. Hier an der Seite versteckt sie sich mitten im Ewok Village irgendwo in den Bäumen mit Lichterketten verziert. Und wir gucken direkt mal rein. Was erwartet uns heute? Kenne ich aus den klassischen Filmen, ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Ist das ein B-Wing oder ist das irgendeine Fregatte oder so? Ich hab nicht den blassesten. Das ist egal. Ich erkenne es wenigstens wieder. Hat für mich jetzt auch nicht den allergrößten, ikonischsten Stellenwert, aber immerhin ist es ein Raumschiff, was ich scheinbar schon mal gesehen habe. Das ist ja jetzt nicht zwingend die Norm bei diesem Kalender. Und wir freuen uns dementsprechend auch über die Kleinigkeiten. So ist es. Und es tut mir auch leid, dass ich jetzt keine lange Ansprache habe, aber ich weiß, dass diese Aufbauten mich jedes Mal einen Moment lang länger beschäftigen können. Und bevor ich euch zu viel Zeit eures wertvollen Tages raube, jetzt bin ich schon an dem Punkt, wo ich denke, what? Okay. Ich habe es rausgefunden. Ich weiß nur noch nicht, wie man es verbindet nachher, aber es wird wohl irgendwie richtig sein. Bevor ich euch zu viel Zeit raube, gehe ich halt direkt ans Eingemachte und versuche so effektiv wie möglich hier diese kleinen Star Wars Raumschiffe wegzuklemmen. Und es gab mal eine Zeit lang, da war ich wirklich nur auf die Minifiguren scharf und habe mich dann jedes Jahr gefragt, warum machst du diesen Kalender überhaupt regulär jeden Morgen auf, wenn das Einzige, was du möchtest, doch eigentlich nur diese Figuren sind? Rupf das Ding auseinander, pull die Figuren raus und gut, wie alt bist du eigentlich? Und dann habe ich festgestellt, das kann ich nicht. Ich finde das doch irgendwie schöner, wenn man täglich so ein kleines Präsent bekommt. Und das ist es ja im Endeffekt. Und selbst wenn ich jetzt wie hier nicht der weltgrößte Fan bin, der jetzt unbedingt dieses Raumschiff in der kleinen Größe dann irgendwie bräuchte, wenn ich sowas vor mir habe, ist es trotzdem charmant, einfach ein bisschen zu klemmen am Morgen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das den meisten von euch auch so geht, die jetzt zuschauen und vielleicht sogar mitklemmen, dass die eigentliche Überraschung erstmal nur sekundär ist, sondern einfach dieser Moment, wo man früh morgens einfach auch eine Berechtigung hat, einfach mal einen Moment sich mit den kleinen Steinchen zu beschäftigen. Das allein finde ich schon cool. Und dann hat sich's für mich schon gelohnt. Und so auch in diesem Fall. Und natürlich wäre es schöner. Ja, es ist irgendeine Fregatte. Ich hab keine Ahnung mehr, wie die Fregatte heißt, aber das ist irgendeine Fregatte. Achso, da kommt mal was Transparentes drauf. Und dann geht das durchs All hier. Zeige ich euch mal, das Thema hier jetzt. Ja. Ich sag, man kann es erkennen. Das ist auf jeden Fall gegeben. Man kann es erkennen. Es ist nett. Es ist kleinteilig und ja, genau das, was man von einem Lego Star Wars Adventskalender eigentlich erwarten würde. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in den Tag. Ich hoffe, ihr guckt auch morgen wieder rein. Ich bin sehr gespannt, was noch alles so auf mich zukommt, weil die ganzen kleinen Raumschiffchen habe ich jetzt nicht vom geistigen Auge. Natürlich freue ich mich noch wie ein kleines Kind auf R2-D2 und ich fürchte, der kommt erst am 24. Bis dahin sind so ein paar Tage und trotzdem hoffe ich, dass der Weg da bis dahin einigermaßen spannend wird. Ich danke euch jedenfalls ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Macht's gut!